Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum heutigen Video. Es regnet leider, es tut mir wirklich sehr, sehr leid dafür, Digga. Falls die Kamera nass ist und so. Aber da kann man einfach nichts machen, ne? Es ist Winter, es regnet richtig geil. Und wie man hört, Digga, der DB-Killer ist definitiv drinnen, ja. Immer legal unterwegs sein, Leute. Da war der Neutrale, Digga. Ja, geil. Ja, moin. Es ist arschkalt. Wir haben so, glaube ich, 0 Grad. Und es geht eigentlich, ne? Also mit Griffheizung und so. Mir ist nirgends kalt, außer bei den fucking Füßen, Digga. Meine Zehen frieren ein hier. Mit den Luftlöchern drin, mit den Sommerschuhen, das ist natürlich optimal. Genauso will man auf jeden Fall fahren, Digga, im Winter bei 0 Grad. Und zwar, ich habe was Neues anzukünden. Erstens mal möchte ich bis Februar, März nur noch 2 Videos pro Woche machen. Also möchte ich, habe ich in Planung so. Weil ich muss mich ein bisschen zurücknehmen, da ich merke, dass ich ziemlich ausgelutscht bin. Bruh. Nee, also wisst ihr, was ich meine so? Und deswegen möchte ich mich auf so ungefähr 2 Videos pro Woche beschränken. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist ein neues Format. Und zwar, ich bewerte eure Motorräder. Ihr schickt mir auf meine E-Mail-Adresse, die was in der Videobeschreibung ist, auf die Business-E-Mail-Adresse, schickt ihr mir 1 bis maximal 3 Bilder. Aber nicht so ranzige Bilder, sondern richtig geile Bilder, Digga. So richtig geile Bilder. Wo man aber auch viel von eurem Bike sieht, was umgebaut wurde und so weiter. Dann schreibt ihr dazu, wie lange ihr schon das Bike habt, was ihr gemacht habt und so weiter. Eure ganzen Daten dazu, schreibt ihr mir dazu. Und dann habt ihr mit etwas Glück die Chance, dass ihr in einem Video von mir vorkommt, einen Instagram-Shoutout bekommt und ich eure Motorräder bewerte. Wie ich die optisch finde, was ich davon halte und so weiter, Digga. Oh fuck, Gott. Ja, der Sound ist definitiv legal. Muss groß, Digga, bei dem Sound. Ja, moin. Jetzt fahren wir hier zu meiner alten Schule. Da war ich schon ewig lang nicht mehr. Also wie gesagt, wegen dem neuen Format, ihr könnt jederzeit jetzt schon schicken. Und ich werde mit so einer Folge so 3, 4 Motorräder nehmen. Ja, moin. Alte Schule ist am Start. Oh, da gucken sie schon. Ja, moin. Bitte nicht, nein! Der dreckige Hurensohn! Da hätte ich mich jetzt fast aufs Maul gelegt, Digga. Optimal. Da hättest du mich jetzt ernsthaft fast aufs Maul gelegt. Ja moin, Grüße gehen raus an meine Reifen, Digga. Bei 0 Grad sollte man vielleicht nicht Fußraste schleifen probieren. Wissen wir jetzt auch. Digga, es schneit, fucking Motherfucker, es schneit, Haberer. Das ist nicht wirklich Schnee, das ist so fast Hagel, Digga. Letztens hat es auch schon mich angehagelt. Hallo, da bin ich. Scheiße, Mann, wo fahr ich jetzt hin? Es ist übelster Schneesturm und es ist kalt. Omi, gib Gas, hier ist kalt, Alter. Ich hasse mein Leben, Digga, es ist Winter. Ich sehe meinen eigenen Atem hier in meinem Helm, weil es so kalt ist. Fuck, Mann, es ist so... Oh, scheiße, Digga. Digga, ich habe die B-Killer drinnen. Ah. Es ist so kalt, es ist so kalt. Fuck, sogar trotz Griffheizung ist mir arschkalt und Winterhandschuhen. In den Füßen geht es eigentlich noch, aber in den Händen ist trotzdem trotz Griffheizung saukalt, Mann. Verstehe ich nicht. Das sind Winterhandschuhe, Digga. Es ist Winter und mir ist trotzdem kalt. Was soll denn das? Verstehe ich absolut gar nicht. Die scheiß Hose zwickt mir auch die Eier ein.
Ach, weißt du was? Ich glaube, ich fahre rechts. Nein, es blinkt schon wieder Battery Saving. Hä? Die Batterie packt die Griffheizung nicht mehr. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Nur weil ich einmal mit Fernlicht und Griffheizung gefahren bin, ist die Batterie jetzt so leer gelutscht, dass es das Battery Saving blinkt. Also deswegen ist auch mir in den Händen so kalt, weil die einfach nicht heizt, Digga. Die heizt einfach nicht mehr richtig. Ich glaube, ich muss die Batterie mal ausbauen und aufladen zu Hause mit meinem Ladegerät. Ich verlinke euch das mal in der Beschreibung, weil mich haben schon ein paar Leute gefragt, so mit was lädst du deine Batterie im Winter? Bei der Duke wahrscheinlich gar nicht, weil es mir der Aufwand gar nicht wert, das auszubauen, Digga. Ist nämlich ein bisschen versteckt, die Batterie bei der Duke. Ja. Aber bei der Grom ist easy peasy, den Schrauben raus. Das ist echt scheiße, Digga, dass die jetzt nicht mehr heizt. Gerade im Winter, Digga, wenn man Heizgriffe will, hat man keinen Strom. Ich glaube, ich muss die echt aufladen jetzt. Da hilft euch gar nichts mehr. Jetzt sind hier wieder die ganzen Schüler, die frei haben. Ja, moin. Und das ist noch mit Cut. Jetzt stell dir mal vor, wie sich die Maschine auch noch ohne Cut anhören würde. Ja, moin. Erstmal Gefängnis. Mein Visier beschlägt trotz Beschlagschutz. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Hinterlasst mir gerne eine Bewertung. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und die Glocke aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, Leute. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that.